Geschwindigkeit dabei geht. Ja, und ich blicke wieder in volle Ränge und das heißt, für mich und für Sie alle, es steht wieder eine ganz, ganz spannende Keynote hier auf dem Programm und wir freuen uns sehr, dass wir jetzt gleich die Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen hier bei uns auf der Bühne begrüßen dürfen. Und sie wird für uns jetzt mal gemeinsam den Blick so ein bisschen in die Zukunft richten und schauen, wie sieht denn die Zukunft, wie sehen die Zukunftsperspektiven für smarte Cities in smarte Cities ist auch schön, für smarte Städte, es wird nicht besser, ich höre auf, in Deutschland aus, ich mache die Bühne frei und sage herzlich willkommen und einen Riesenapplaus bitte für unsere Bundesministerin Clara Geiwitz. Also wenn es hin und her rutscht, dann kollidiert es ein bisschen mit meiner Wange, wenn ich lächle, aber ich glaube, es müsste okay sein jetzt, oder? Passt das so von der... Sehr geehrte Gastgeberinnen und Gastgeber der Bitkom, sehr geehrter Herr Rohleder, liebe Gäste der Smart City Convention 2022, wie schön ist es, dass wir uns alle wiedersehen können, dass wir uns austauschen können und das nicht nur online, sondern tatsächlich. Vor kurzem hatte ich im Rahmen der deutschen G7-Präsidentschaft meine Amtskolleginnen und Kollegen aus den anderen Mitgliedstaaten zu besuchen. Eines der großen Themen dabei war auch die Digitalisierung. In Deutschland hat die Bundesregierung hierfür eine übergreifende Digitalstrategie auf den Weg gebracht, an der sich das Bundesbauministerium natürlich umfassend beteiligen wird. Aber es war auch gerade mein japanischer Amtskollege, der gesagt hat, wir müssen die Chancen der Digitalisierung sehen, aber natürlich auch die Frage der Digitalisierung und unserer Privatsphäre sehen, gerade in Staaten, die keine Demokratien sind. Ein wesentlicher Punkt im Bauministerium und in der Umsetzung der Digitalisierungsstrategie in unserem Haus ist der Bereich des Building Information Modeling, für den ich gerade letzte Woche zusammen mit meinem Kollegen Volker Wissing ein neues Portal des Bundes freigeschaltet habe, um dabei zu helfen, Bauvorhaben günstiger, schneller, transparenter und vor allen Dingen kostengünstiger zu machen. Und das ist auch Teil des großen Maßnahmenpaketes des Bündnisses bezahlbarer Wohnraum. Also wer es noch nicht gesehen hat, das Portal des Bundes Building Information Modeling soll auch das Planen, aber natürlich auch das Betreiben und eines Tages natürlich auch den Rückbau oder Umbau des Gebäudes erleichtern, weil wie oft analoge Daten verloren gehen, das ist im Baubereich immer wieder erschreckend. Ein wichtiger Punkt im Bündnis für bezahlbarer Wohnraum, welches letzte Woche im Kanzleramt zusammen mit Olaf Scholz tagte, war die Digitalisierung der kompletten Phase der Bauplanung, aber natürlich auch der Beantragung. Wir wollen den digitalen Bauantrag in Deutschland zum Standard machen und die Genehmigung von Wohnungen dadurch deutlich vereinfachen und auch beschleunigen. Aber digitale Methoden können nicht nur dazu beitragen, unser Bauwesen weiterzuentwickeln, sondern auch unsere Städte. Und dieses Ziel verfolgen wir mit unserem Programm Smart Cities. Wenn Sie die Halle für sich entdeckt haben, werden Sie ganz viele wunderbare Beispiele sehen von geförderten Kommunen, zum Beispiel in Hamburg. Gemeinsam mit Menschen, die schwere körperliche Einschränkungen haben und deren Pflegenden, wurde hier im Stadtraum Barrieren identifiziert, Hindernisse, die viele andere Bürger gar nicht bemerken. Und diese Barrieren wurden dann in den digitalen Zwillingen der Stadt eingetragen. Und somit können diese Daten nun bei allen zukünftigen Planungen berücksichtigt werden, um den öffentlichen Raum barrierefreier zu gestalten. Dies ist jedoch nur ein Teilprojekt aus den vielen Modellprojekten, an denen wir gerade überall in Deutschland intensiv arbeiten, von Rostock bis Kempten und von Mönchengladbach bis Guben. Das Programm Smart Cities unterstützt Kommunen und Regionen dabei, Stadtentwicklung und Digitalisierung in einem integrierten Gesamtansatz zu denken. Und es wurde 2019 gestartet mit zunächst 13 Modellprojekten. Inzwischen ist die Familie gewachsen. Wir haben 73 Städte, die Smart Cities werden wollen. Hier sollen Maßnahmen und digitale Lösungen entwickelt werden, die einfach und preisgünstig auf andere Kommunen übertragen und von diesen genutzt werden können. Deshalb setzen wir einerseits auf die Erfolgsrezepte aus der Förderung von Start-ups. Wir geben den Kommunen den Freiraum, ihre Lösungsansätze zu erarbeiten. Und das ist für Verwaltung auch nicht selbstverständlich. Wir wissen, dass bei dem Suchen der Lösungen für morgen auch Scheitern immer eine Option ist. Und das ist auch in dem Fall mit einbedacht. Scheitern gehört dazu, neue Ideen zu verwirklichen und sie dann weiterzuentwickeln.
Im Gegensatz zum kommerziellen Digitalbereich geht es hier aber vor allen Dingen nicht um die Konkurrenz der Kommunen untereinander, sondern ganz klar um die Kooperation. Wir wollen, dass möglichst viele von den Erfahrungen der Pioniere aus dem Bereich, von den Erfolgen, aber auch von den Misserfolgen lernen. Und es ist wichtig, dass wir dann gemeinsame Datenplattformen entwickeln und nicht 30 Kommunen in Deutschland eigene Wege entwickeln. Deswegen ist die geförderte Softwarelösung in der Regel, soweit es geht, eine Open-Source-Software, die allen Interessierten zur Verfügung gestellt wird. Und so tun es bereits heute Modellprojekte wie Solingen, gemeinsam mit einigen weiteren geförderten und nicht geförderten Kommunen. Oder wer zum Brandenburg-Stand, der es da hinten geht, wird Bad Belzig finden mit seiner Smart City App. Diese Smart City App ist so was wie ein Online-Nachrichtenportal, eine Online-Lokalzeitung, aber auch ein Online-Service-Tool für alles, was man in Bad Belzig machen kann und auch für Touristen, die die Stadt besuchen. Ich kann das nur sehr empfehlen und explizit danken möchte ich in diesem Zusammenhang der Stadt Jena, denn sie hat die Plattform Smart Flows ins Leben gerufen, auf der Kommunen ihre Open-Source-Projekte eintragen können. Nun beginnt bei dem Programm eine entscheidende nächste Etappe. Viele der Projekte gehen von der Strategiephase in die Umsetzungsphase und dabei stehen sie natürlich vor anderen, aber auch sehr großen Herausforderungen, nämlich Fachkräftemangel im IT-Bereich, neue rechtliche Fragen wie zum Beispiel rechtssichere Vergaben, gerade für innovative Ansätze und natürlich auch die öffentliche Diskussion zu Digitalisierung, die häufig natürlich auch mit Ängsten oder Vorbehalten verknüpft ist nach der Frage, komme ich denn überhaupt noch in meiner Stadt an die Dienstleistung oder werde ich ausgeschlossen? Doch künftig würde es noch schwieriger werden, wenn wir die Digitalisierung vor Ort jetzt nicht beherzt angehen. Einfach mal, um die Dimension des demografischen Wandels und des Fachkräftebedarfs zu zeigen. Wir haben jetzt 5 Millionen Mitarbeiterinnen des öffentlichen Dienstes und Sie wissen, es jetzt schon lange Bearbeitungszeiten von vielen Anträgen gibt. Und von diesen 5 Millionen werden in den nächsten Jahren 1 Million in den Ruhestand gehen. Wenn wir jetzt nicht die Chance der Digitalisierung ergreifen, unsere Prozesse zu beschleunigen, dann wird das sehr, sehr schwierig werden. Das ist auch der Grund, warum der Bund über 10 Jahre hinweg die Smart Cities mit immerhin der großen Summe von 820 Millionen Euro fördert. Und hierfür erwarten wir natürlich auch, dass diese Fördermittel so effizient und erfolgreich wie möglich eingesetzt werden. Und damit die Kommunen das auch können, unterstützen wir sie dabei. Wir vernetzen uns in den Regionen. Und das konnte ich gerade auch noch mal am Stand der Digitalagentur Berlin-Brandenburg live sehen. Und wir bauen eine Wissensplattform auf und haben Entwicklungsgemeinschaften für Modellprojekte gestartet, die ähnliche Maßnahmen verfolgen. Wir haben die Initiative Start Smart ins Leben gerufen, um auch nicht geförderten Kommunen mit modularen Angeboten zu helfen. Und wir wollen das Programm ausweiten von der Stadt in die Region und das dann als Programm Smart Cities weiterführen. Und wir entwickeln die Koordinierungs- und Transferstelle als Kompetenzzentrum Smart Cities weiter. Denn klar ist, das, was wir jetzt modellhaft mit den Pionieren der Digitalisierung im kommunalen Bereich erforschen, attesten, erproben, das muss irgendwann Lebensrealität sein in den 11.000 Kommunen in Deutschland. Die Digitalisierung, die wird man nicht aussitzen können im Rathaus, sondern da müssen alle ihre eigenen Lösungen finden, wie sie das vor Ort umsetzen. Hierfür brauchen wir natürlich Ihre Kompetenz, Ihre Erfahrung. Dazu dient natürlich auch diese Konferenz und in dem Sinne wünsche ich Ihnen und uns heute ein erfolgreiches Netzwerken, einen guten Austausch und bin gespannt auf Ihre Impulse. Herzlichen Dank. Frau Geiwitz, ich danke Ihnen sehr für diesen ersten Input und Sie haben so schön gesagt, wir müssen das Thema jetzt beherzt angehen und das wollen wir gemeinsam jetzt auch auf der Bühne noch ein bisschen tun. Wir erweitern dazu die Runde um Sabine Bendig, sie ist Vizepräsidentin beim Bitkom und Chief People and Operating Officer, Arbeitsdirektorin und Mitglied des Vorstands bei der SAP. Herzlich willkommen. Frau Bendig, willkommen in unserer Runde. Sie dürfen sich gerne ein Stehpult aussuchen. Ich suche mir ein Stehpult aus, okay. Sie haben die Qual der Wahl. 50-50, Günther Jauch, Entscheidungsfindung. Okay,
Ich habe mich für die Mitte entschieden. Sehr gut. Wie schön. Ich freue mich sehr über diese wirklich sehr, sehr hochkarätige Runde, die wir jetzt hier in den nächsten 20 Minuten auch nutzen wollen, um wirklich ein bisschen ins Gespräch zu kommen über das Hier und Jetzt. Und Frau Geiwitz, Sie haben natürlich auch die Gelegenheit gehabt, sich hier schon mal so ein bisschen umzuschauen. Sie haben Gespräche geführt mit den Kommunen, auch mit den Modellprojekten. Was sind denn tatsächlich so erfolgreiche Ideen, die tatsächlich jetzt schon gelebte Praxis sind vor Ort? Eine Sache, die sowohl im Bausektor ganz stark an Fahrt aufnimmt. Ich habe vorhin ja von Building Information Modeling gesprochen. Das ist der digitale Zwilling. Erstmal für Gebäude kann man sich das einfach vorstellen. Man hat das Haus fertig im Computer, noch bevor es angefangen wird zu bauen. Und das hilft unglaublich festzustellen, wenn es Planungsmängel gibt, wenn der Entlüftungsschacht woanders ist, als er eigentlich sein sollte, oder die Kabel zwischeneinander rumlaufen. Und das gibt es jetzt auch für den wesentlich komplexeren Bereich der Städte, dass es also Modellstädte gibt, in dem Fall ist es Leipzig, ist es Hamburg und ist München, die Stadt selber schon mal digital haben. Und das hilft natürlich bei ganz, ganz vielen integrierten Planungen, aber natürlich auch im Bereich Resilienz. Wenn Sie zum Beispiel Klimasimulationen machen oder wenn Sie überlegen, wo sind Hitzeinseln oder wo sind Bereiche in der Stadt, wo man die Bevölkerung warnen muss bei Starkregenereignissen oder bei großen Hitzewellen, dann können diese digitalen Module alle Fachplanungen viel besser aufeinander abstimmen. Und das ist eine der großen Entwicklungen. Und da glaube ich, das wird auch dazu führen, dass wir die Bürgerbeteiligung noch mal ganz anders machen können. Wir haben ja heute häufig Diskussionen bei Verkehrsprojekten, da kommen mal die Verkehrsplaner, sagen, ja, das geht so oder das geht so nicht. Und dann sitzt man als Bürger da und sagt, na ja, dem Verkehrsplaner muss ich glauben oder nicht. Die Frage, wie man als Bürger auch die Datenhoheit des Staates relativiert und selber nutzen kann, schafft natürlich ganz andere Optionen dann auch zur Mitsprache und Mitbestimmung auf kommunaler Ebene. Und damit auch eine ganz andere Basis, was das Vertrauen anbelangt tatsächlich. Schön auch, dass die Projekte bundesweit so schön verteilt sind. Das fand ich ganz toll gerade. Frau Wendig, jetzt machen wir uns nichts vor. Die Herausforderungen, die Aufgaben für Kommunen, die sind in den letzten Jahren nicht weniger geworden und vor allem auch nicht kleiner. Welche Rolle, welche Bedeutung hat hier tatsächlich die Digitalisierung? Also ich glaube, wir alle wissen, also wenn wir es anschauen, ob das jetzt Flüchtlingsbewegungen sind, ob es die Herausforderung der Pandemie war, ob es die Energiekrise ist oder einfach wirklich die normalen Aufgaben der Daseinsvorsorge. Plus das Feedback, glaube ich, der Bürger, die sehr, sehr laut sagen, mehr Digitalisierung ist notwendig. 86% wünschen sich, dass Digitalisierung mit mehr Nachdruck vorangetrieben wird in den Kommunen. Und genauso ist es ja auch so, dass 3 von 4 Deutschen inzwischen sagen, hey, den elektronischen Personalausweis, ich wäre bereit, den zu nutzen und ich möchte gerne digitale Dienste nutzen. Und ich glaube, allein deswegen ist es super wichtig, dass Digitalisierung etwas ist, was wir mit Fokus vorantreiben. Ich glaube, es ist wahrscheinlich ein Punkt, den wir auf beiden Seiten aufnehmen müssen. Die Kommunen, glaube ich, in Sachen Fokus, wie machen wir es? Aber ich glaube, auch wir als Wirtschaft müssen sicherstellen, dass wir es einfach machen, dass wir schnell reagieren und dass wir gemeinsam tatsächlich auch zu Resultaten kommen. Ich glaube, das ist einfach super wichtig. Absolut, absolut. So ein großer Meilenstein war ja auch für die Ampelkoalition jetzt die Veröffentlichung der Digitalstrategie vor wenigen Wochen. Was steht denn da, Frau Geiwitz, tatsächlich drin, wenn wir über Smart Cities sprechen, wenn wir über Stadtentwicklung sprechen? Also das eine, ein ganz wichtiger Punkt ist Building Information Modeling und das andere ist halt Smart Cities als Standardanwendung. Und das wird natürlich ganz, ganz viele Lebensbereiche betreffen, wenn der Staat in der Lage ist und ganz viele Leistungen werden ja in den Kommunen gemacht, dann auch durchgehend da digitale Anwendungen zu machen. Ein wichtiger Punkt sind die Bauanträge. Das ist in der Tat ein Rieseninvestitionshemmnis, wenn wir ein Jahr oder anderthalb Jahre brauchen für Bauanträge. Und das Zweite ist, wir machen jetzt zum Beispiel eine ganz große Reform des Wohngeldes. Und das werden jetzt von 600.000 Haushalten in Zukunft ab Januar dann 2 Millionen Haushalte sein. Und wenn wir da nicht schaffen, dass unsere Verfahren schneller werden, dann schaffen wir gar nicht die Umsetzung von politisch wesentlichen Projekten. Und da ist es so, es gibt Bundesländer, die haben ihre Verfahren digitalisiert, nicht alle. Und ich glaube, das muss ein Standard werden, dass wir nicht nur OZG irgendwie haben als Schlagwort, sondern dass wir auch alle Leistungen in der Stadt digitalisieren und dass wir natürlich auch versuchen, Informationen und Digitalisierung zusammenzubringen, dass wir Punkte haben in unseren Städten, wo Menschen auch Zugang zu WLAN haben, dass wir überlegen, wie alle Menschen dann auch an dieser Digitalisierung teilhaben.
Wir sind im Wohnungsministerium auch zuständig für zum Beispiel den nationalen Aktionsplan zur Bekämpfung der Obdachlosigkeit. Das ist für Obdachlose ein Riesenproblem. Sie haben natürlich keinen Zugang zu Smartphones. Wie wir es schaffen, dass niemand aufgrund von Armut oder von Kommunikationsproblemen ausgeschlossen ist in der Stadt von morgen. Absolut, absolut. Ganz wichtiger Gedanke. Frau Wendig, auch in Ihre Richtung, wir bleiben noch mal so ein bisschen beim Thema Digitalstrategie. Was sind denn Ihrer Meinung nach Projekte oder auch politische Rahmenbedingungen, die hier wirklich eine große Hebelwirkung haben werden? Also ich glaube, zuallererst muss ich sagen, ich habe mich ja sehr gefreut, dass es die Digitalstrategie gibt und dass es diesen digitalen Aufbruch als einen der Fokusbereiche gibt. Und es ist ja auch ganz spannend, wenn wir reinschauen, der Bitkom macht ja regelmäßig diesen Smart City Index. Und es ist ja wirklich auch sehr schön zu sehen, dass Städte wie Hamburg, München, Aachen auch wirklich vorangehen und dass viel geschieht in vielen Städten. Ob das jetzt irgendwie wirklich multimodale Bewegungs-Applications, Apps sind, ob das jetzt Umweltqualitätsmessungen sind über Sensorik. Es gibt viele Dinge, die wirklich gut geschehen. Der große Punkt, den wir in Deutschland ja immer noch haben, ist, wir haben eine Wahnsinnsspannbreite von den bestplatzierten Städten zu den letztplatzierten Städten. Und ich glaube, diese Spannbreite sorgt in Summe natürlich für einen gewissen digitalen Rückstand, den wir haben in Deutschland. Und da müssen wir einfach, da dürfen wir uns jetzt nicht ausruhen auf den tollen Beispielen, sondern müssen sagen, wie kommen wir jetzt wirklich in der Fläche gemeinsam alle mitnehmen voran. Und deswegen, glaube ich, ist eben genau diese Digitalstrategie des Bundes so wichtig. Es ist auch sehr schön, dass es eben sehr, sehr viele, sehr messbare Ziele gibt da drin. Das heißt ja auch, man kann auch sehen, ob man vorankommt. Und wenn man sagt, was sind denn eigentlich Projekte mit großer Hebelwirkung? Also für mich sind es ja eigentlich immer so zwei Themen, die für mich wichtig sind, wenn man es anschaut. Das eine ist, was sind die großen Herausforderungen? Wir beim Bitkom sprechen über die 3Ds, die Demografie, die Digitalisierung und die Dekarbonisierung, die Kommunen wirklich vor sich haben, als große Herausforderung. Und dann braucht man ja eigentlich Projekte, von denen man sagt, naja, die zahlen auf mehr als einen Hebel, also mal auf mindestens zwei dieser Hebel ein. Mhm. Ja. Und oder Herausforderungen ein. Und da würde ich eigentlich sagen, gibt es für mich eigentlich zwei Themen. Das eine ist, und Sie sprachen auch so schön davon, wenn wir solche Themen wie Gebäudeautomatisierung anschauen, dann haben wir natürlich da, oder überhaupt in Summe Vernetzung, wir haben einmal das Thema souveräne Plattformen, dass wirklich also resiliente, skalierbare Infrastrukturen tatsächlich da sind, dass man auch entsprechend schnell wird im Abrufen von Services. Der zweite Punkt ist aber eben auch wirklich die Sicherstellung, dass es eben genau diese Plattformen, diese Netzwerke und eben auch die digitalen Zwillinge, die Sie eben auch mit Recht schon erwähnt hatten, dass wir das hinbekommen, weil diese weitgehende Digitalisierung ist notwendig, sonst, glaube ich, kommen wir nicht schnell genug voran. Absolut, ganz wichtiger Gedanke eben auch, dass wir das in der Fläche am Ende des Tages hinbekommen. Das ist der größere Ritt, den wir hier gehen müssen. Frau Geiwitz, jetzt ist es immer so schön, alle kommen immer daher und tragen ihre Wünsche an die Politik ran. Ich möchte den Ball gerne mal zurückspielen. Wir haben ja auf der Smart Country Convention natürlich Vertreter aus der Politik, wir haben aber auch die Verwaltung, wir haben die Wirtschaft hier sitzen. Deswegen dürfen Sie jetzt mal den Ball hier in die Runde spielen. Was erwarten Sie denn von der Digitalwirtschaft? Was erwarten Sie von den jungen Startups? Wie können die dazu beitragen, wirklich die Digitalisierung, die smarten Cities voranzubringen? Also ich glaube, dass ganz, ganz viel auch gerade passiert und zwar nicht nur in den großen Städten, sondern auch gerade in den kleinen, wo die Ressourcen ja noch geringer sind und wo man dann aber durch Digitalisierung auch das, was man hat, optimal einsetzen kann. Also gerade zum Beispiel im Bereich von Telemedizin oder im Bereich von der Organisation des öffentlichen Personennahverkehrs. Wir können nie eine Taktung auf dem Land haben wie in Berlin, aber wir können natürlich viel smarter werden, viel bedarfsgerechter mit der gleichen Anzahl von Busfahrern und Bussen dann mehr auch Service anbieten. Und das, was wir, glaube ich, jetzt lernen müssen, das ist das Allerschwierigste in der Verwaltung, nämlich die Zuständigkeitsdenken zu überwinden. Weil wenn man, das zeigen auch die Ergebnisse von Smart Cities, das versucht so in den Bereichen der Zuständigkeit des Bauamtes, des Grünflächenamtes, des Sozialamtes, der Wohnungsversorgung zu denken, dann kommt man nie zur integrierten Lösung. Und das setzt, glaube ich, erstmal vor allen Dingen Mindset voraus, weil es ist auch überhaupt nicht verboten in der öffentlichen Verwaltung, sich Gedanken zu machen für Sachen, für die man nicht zuständig ist. Ein ganz wichtiger Aufruf an dieser Stelle. So. Und ich glaube, dass durch diesen Mix natürlich auch ganz viele neue Lösungen gefunden werden. Und das wäre im Prinzip mein
Wunsch, dass man genau das kreative Querdenken, was man sozusagen aus der Start-up-Szene ja gewohnt ist, dass man das, diesen Geist auch ein bisschen reinträgt in die Amtsstuben. Da sind auch ganz, ganz viele Kreative. Die werden dann manchmal ausgebremst mit dem Verweis, das ist doch aber hier das Nachbaramt. Und wenn wir das schon mal überwinden, das wäre ein ganz wichtiger Punkt. Und das Zweite, ich kriege ganz oft natürlich die Klage darüber, dass wir in Deutschland zu bürokratisch sind, dass wir sehr viele Hemmnisse haben. Und dann sage ich auch mal, ja, machen Sie es doch mal konkret. Schreiben Sie uns doch mal, welche Vorschrift Ihr Leben in den letzten Wochen und Monaten ganz besonders schlimm gemacht hat. Und dann gucken wir uns diese Vorschrift an und gucken, ob es die wirklich braucht oder ob man die ändern kann. Und das ist wirklich total interessant. Von 50 Leuten, die sagen, das ist alles so bürokratisch, kriege ich dann tatsächlich anschließend 2 E-Mails, die sagen, also das und das würde tatsächlich helfen. Und weil hier natürlich ganz viele Experten dabei sind bei der Gestaltung des Neuen, also meine Einladung, schicken Sie uns einfach Ihre Anregungen, was aus Sicht von Ihnen gemacht werden kann, damit wir die Innovationsgeschwindigkeit auch in deutschen Kommunen schneller hinkriegen, als das bisher der Fall ist. Das ist der innovative Startup-Gedanke hier. Genau, wir gucken, wo ist der Painpoint und dann bitte teilen Sie uns ihn mit und wir finden eine Lösung. Also der große Aufruf hier in die Runde, wirklich die Schwarmintelligenz an der Stelle auch zu nutzen. Frau Bendig, die Frage noch an Sie, wenn wir über Smart-City-Projekte des Bundes sprechen, da macht man so ein bisschen die Büchse der Pandora auf. Ne? Wir haben eine digitale Bürgerbeteiligung, Vernetzung von Gebäuden, Mobilität und so weiter. Was glauben Sie denn, was hat jetzt gerade so die größte Relevanz? Also ich glaube erstmal all of the above, alles. Also wenn ich was rauspicken muss, würde ich wahrscheinlich tatsächlich Gebäudetechnologien nehmen. Und Sie hatten ja eben auch schon darüber gesprochen. Das ist vor der Herausforderung Dekarbonisierung ein extrem wichtiger Teil. Weil wenn wir uns anschauen, was wir eigentlich, also wenn wir schauen, Städte sind so in etwa für 75% des CO2-Ausstoßes verantwortlich. Und ein sehr großer Teil kommt tatsächlich aus Gebäude, Beheizung oder anderen energieverbundenen Themen. Und wir können irgendwie knappe 15 Millionen, 14,7 Millionen Tonnen können wir tatsächlich einsparen, wenn wir wirklich intelligente Gebäudeautomation machen. Und das ist 30% der Vorgabe, die es eben gibt im Sinne von, was müssen denn eigentlich Gebäude tatsächlich beitragen zu unserer Energieeinsparung. Und ich glaube, deswegen ist das ein sehr wichtiges Thema für mich, weil es auch ein sehr greifbares ist. Die Technologien sind da. Es ist sehr genau verstanden, wie es geht. Und ich glaube, es ist inzwischen, muss man ja auch sagen, inzwischen ein sehr klarer Business Case. Absolut. Deswegen, glaube ich, ist das für mich eigentlich das Thema, von dem ich sage, das wäre jetzt die Zeit. Und vielleicht auch ein Thema, das gar nicht so oben auf der Agenda bei den meisten in den Köpfen steht. Insofern eins, was wir definitiv nach oben holen sollten. Ja, also wenn man jetzt über Transformationsprozesse spricht, dann denken ganz viele natürlich an Autos und was sie jetzt demnächst für einen Motor haben werden oder aber an die Frage, wie die Stahlindustrie grün wird oder was mit der chemischen Industrie passiert. Und hier werden natürlich viele vor allen Dingen an Digitalisierung denken. Nicht so viele denken dann bei Transformation an das Gebäude an sich, den Baubereich. Und dabei haben wir da ein riesiges Potenzial. Der Baubereich ist jetzt einer der großen Klimabelaster, natürlich durch die Art und Weise, wie wir bauen, mit ganz viel Stahl, mit ganz viel Beton, aber auch indem wir als Menschheit unsere Häuser traditionell damit beheizen, dass wir irgendwas Fossiles verbrennen und dass dann dadurch schön warm wird. Das müssen wir beides ändern. Das heißt, die Art und Weise, wie wir Häuser bauen, die Materialien mit anderen Materialien beziehungsweise die Materialien Beton und Stahl müssen anders produziert werden. Und wir müssen die Wärmewende hinkriegen, ein gigantischer technologischer Prozess, und zwar in einer absehbaren Zeit, dass wir dann unsere Gebäude CO2-frei beheizen. Und das, was ich so großartig finde an dem Gebäudebereich, ist, dass er jetzt ein großes Problemkind ist, aber dass er natürlich ein riesen technisches Potenzial hat. Das heißt, das Gebäude der Zukunft kann sogar klimafreundlich werden, indem es mehr Strom selber produziert, als es verbraucht und so noch grünen Strom in das Netz speist und das zum Beispiel mit Holz CO2 gespeichert werden kann. Ein riesiger Punkt. Und Digitalisierung hilft natürlich beim Bauen, aber auch beim Urban Mining, dass ich weiß, welche Materialien, Ressourcen stecken in dem Gebäude, wenn ich es nachnutzen will. Und natürlich auch beim Betrieb, beim niedrigen Halten der Betriebskosten an sich. Und Sie haben ja die 3Ds angesprochen. Wir haben natürlich auch einen Faktor,
im Gebäudebereich, der mit Demografie einhergeht. Ganze Frage Barrierefreiheit ist ein Punkt. Aber es gibt zum Beispiel auch jetzt schon Wohnungen, die haben eine Überwachung, eine Sturzüberwachung von den Bewohnern. Das heißt, wenn eine ältere Dame umfällt, sich nicht mehr bewegt, dann kriegt die Wohnung das mit und ist zum Beispiel automatisiert an einen Pflegedienst angeschlossen. Also man kann sogar mit ein bisschen Kreativität die 3Ds von Ihnen zusammenkriegen, auch im Gebäudebereich. Stimmt. Wunderbar. Ich finde tatsächlich keine schöneren Abschlussworte, wollte Sie aber trotzdem, Frau Geiwitz, noch fragen, nachdem Sie ja die Möglichkeit hatten, sich ein bisschen hier umzuschauen auch. Ich hoffe zunächst mal, Sie haben einen guten Eindruck gewonnen und nehmen den auch mit. Was sind denn tatsächlich so Ideen oder ja, Projekte, wo Sie sagen, die nehmen wir jetzt mit in meine Arbeit, in mein Haus, die Sie heute von der Smart Country Convention mit nach Hause nehmen? Also ein großes Thema wird die Anpassung der Städte an den Klimawandel sein. Das wird noch sehr viele Investitionen mit sich bringen müssen und wird aber auch den Blick auf die Städte ändern. Wir haben jetzt eine Fokussierung bei der Stadtplanung auf vor allen Dingen Mobilität. Also wie viele Autofahrer, wie viele Zugfahrer, wie viele Fahrradfahrer, wie viele Fußgänger. Aber das ganze Thema Anpassung an den Klimawandel, an die Hitze im Sommer, aber natürlich auch an Starkregenereignisse, wird unsere ganze Architektur auch beeinflussen, insbesondere bei der Frage, wie kommt Frischluft auch in die Städte, in die Stadtquartiere. Das wird über die Qualität dieser Stadtquartiere mitentscheiden. Und da können natürlich Anwendungen, digitale Anwendungen mit Wettersimulationen, mit sehr komplexen Rechenmodellen natürlich auch den Stadtplanern helfen, dass man nicht nur weiß, also da ist eine Sichtachse, da wird da ein Haus stehen, sondern dass man auch weiß, da darf auf gar keinen Fall bebaut werden, weil da zum Beispiel die Frischluftschneise ist. Und das hilft natürlich ganz, ganz enorm, dass wir auch in 20, 30 und 40 Jahren lebenswerte Innenstädte haben. Absolut. Frau Geiwitz, ganz, ganz herzlichen Dank an Sie für Ihre Gedanken, Frau Bendig, natürlich auch an Sie für diese wunderbare Gesprächsrunde. Ich danke Ihnen für die Moderation. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, und wo wir so schön beim Thema Nachhaltigkeit sind, bleiben wir auch mit dem nächsten